Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, zur Aktuellen Stunde zum Thema Bezahlkarte für Asylbewerber. Hier ist Einreicherin die AfD-Fraktion, die beginnen würde. Und wie ich es bei der Tagesordnung gesagt hatte, ist dann in der Fraktionsrunde als erstes Bündnis 90 die Grünen an der Reihe. In diesem Sinne, Frau Dr. Schöps, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Asylbeamter, Doppelpunkt. Familien brechen Zelte ab und gehen freiwillig nach Hause. Unter dieser Überschrift berichtete Ende Januar das Online-Portal des Focus über erste Erfahrungen mit der Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber in Thüringen. Der Landkreis Greiz hatte als erster in Deutschland bis Ende Januar diesen Jahres die Bezahlkarte schrittweise an alle 750 Asylbewerber ausgereicht. Ende Januar hatten deswegen schon die ersten 14 ihre Koffer gepackt und den Landkreis verlassen. Auch aus dem Eichsfeld, der ebenfalls die Bezahlkarte einführte, berichtet der Fokusartikel, dass Familien aus Serbien und Nordmazedonien wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, weil sie kein Bargeld mehr bekommen. Andere hätten plötzlich einen Minijob angenommen, um eben Bargeld selbst zu verdienen. Die Bezahlkarte entwickelt sich also zunehmend zu einem Erfolgsmodell und wird reihenweise von anderen Kommunen in ganz Deutschland eingeführt. In Sachsen sind das zum Beispiel der Landkreis Meißen, Bautzen, Sächsische Schweiz-Erzgebirge und Mittelsachsen. Sachsen startet sogar am 1. April jetzt ein Pilotprojekt. Allerdings sieht man am Beispiel Hannover, Bezahlkarte ist nicht immer gleich Bezahlkarte. Der grüne Oberbürgermeister von Hannover hat dort eine Bezahlkarte eingeführt, mit der das Guthaben vollständig in bar abgehoben werden kann. Das verhindert nicht den Leistungsmissbrauch, sondern hilft ihn nur zu digitalisieren. Tauglicher sind da schon Ansätze wie zum Beispiel der in Bayern. Dort wird die Bargeldabhebung auf 50 Euro im Monat begrenzt, einfach weil man sich auch mal ein Eis kaufen kann und das verfassungsrechtlich auch ein bisschen problematisch ist, das Bargeld zurzeit völlig auszuschließen. Online-Shopping, Glücksspiel und vor allem Überweisungen ins Ausland sind jedoch ausgeschlossen. Denn nur so kann man Schleppern und Schleusern den Geldhahn zumindest ein kleines Stück zudrehen. Bei einer Umfrage in der Bild-Zeitung sind 77% der Befragten, jetzt rede ich hier, für eine Einführung der Bezahlkarte. Und nur 13% sprechen sich strikt dagegen aus. Es hat sich also herumgesprochen, dass sehr viele sogenannte Schutzsuchende in Wahrheit doch eher Sozialleistungssuchende in Deutschland sind. Ich frage mich, warum ist Dresden denn nicht auch Pilotkommune geworden? Warum führen wir hier nicht längst auch die Bezahlkarte für Asylbewerber ein? Angeblich, so stand es in der Presse, hat die Stadt nicht genügend Geld. Aber wenn Sie mal nach Greiz schauen, dort hat die Anschaffung der Karte, die monatliche Aufladung und die dauerhafte technische Unterstützung gerade mal 15.000 Euro Kosten verursacht. Und das für 750 Asylbewerber. Sie können das auf Dresden hochrechnen. Das sind im Vergleich mit unserem Haushalt in Milliardenhöhe einfach nur, ich muss schon sagen, Peanuts. Pro Karte entstehen Kosten von 6 Euro in Greiz für die Anschaffung und 1 Euro für jede Aufladung. In Dresden gibt man ja wesentlich mehr für freiwillige Leistungen im Bereich Asyl aus. Und die Bezahlkarte würde am Ende dann auch eine gewisse Verwaltungsvereinfachung für die Stadt bringen. Typisch für Dresden ist auch, den schwarzen Peter mal wieder nach oben auf Bund und Land abzuschieben. Man wartet auf die im November beschlossene bundeseinheitliche Lösung. Nur die ist, wenn überhaupt, vor 2025 nicht zu erwarten. Denn durch den Zickzackkurs der Grünen, denen sowieso alles widerstrebt, was illegale Migration verhindert, ist der Beschluss des Bundestages zur notwendigen Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes mittlerweile im Dauerverschiebebahnhof angekommen. Das derzeit noch grün-schwarze Baden-Württemberg will jetzt möglicherweise sogar ganz aus dem Projekt aussteigen, weil eben keine Rechtssicherheit hergestellt wird. Und wie Sie sehen, damit ist der Einsatz der Bezahlkarte gegen die AfD in den Wahlkämpfen 2024 erst einmal gescheitert bzw. akut in Gefahr. Meine Damen und Herren, wir können, ja wir müssen als Stadt sehr wohl Anreize für Sozialleistungssuchende aus dem Ausland abbauen. Und Remigration, hören Sie bitte genau hin, ich sage wieder das böse R-Wort, Remigration aktiv befördern.
Dafür sind wir als kreisfreie Stadt sehr wohl zuständig. Der wahre Grund, warum die Stadt Dresden hier kneift, scheint jedoch ganz woanders zu liegen. Die AfD hat die Einführung der Bezahlkarte hier in Dresden mit einem recht fundamental gefassten Antrag beantragt. Und wer von den wirklich politisch Verantwortlichen in diesem Stadtrat und in dieser Stadt will denn zugeben müssen, dass die AfD einmal wieder richtig gelegen hat? Vielleicht haben sie auch einfach kein Interesse, dass die Migrationszahlen runtergehen, denn immerhin ist die Industrie doch die Industrie in Deutschland, die wirklich noch brummt, alle anderen Industrien gehen am Bach runter. Und letzter Satz, die Umstellung von Geld auf Sachleistungen ist längst überfällig. Und auch die Bezahlkarte ist wichtig, allerdings ist sie nur ein winzig kleiner Schritt auf einem richtigen Weg in die richtige Richtung. Vielen Dank. Soweit die Einreicherin für die Aktuelle Stunde. Für die Verwaltung, sage ich schon, werden wir uns dann zum Abschluss, wie üblich, positionieren dazu. Können Sie gespannt drauf sein. Aber als erstmal Frau Siebeneicher für die Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ja, die Bezahlkarte wird kommen, und zwar deutschlandweit. Und ich sage gleich zu Beginn, wir Bündnisgrüne hier in Sachsen, wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Bezahlkarte, denn bisher, das ist vielleicht vielen nicht bewusst, müssen Asylsuchende jeden Monat zum Amt gehen, um ihr Bargeld zu erhalten. Die Bezahlkarte kann aus unserer Sicht eine Chance sein, wenn sie Asylsuchenden und der Verwaltung dabei hilft, Zeit zu sparen und dadurch das Personal dringender Aufgaben erledigen kann. Für uns ist allerdings die zentrale Frage, wie wird die Bezahlkarte in der Praxis funktionieren? Und da sage ich gleich vorweg, wir brauchen in jedem Fall eine deutschlandweite einheitliche Lösung. Ein Flickenteppich mit vielen verschiedenen Anbietern und verschiedenen Leistungsprofilen führt ins Chaos. Und deshalb begrüße ich es ausdrücklich, dass unsere Sozialbürgermeisterin, Frau Dr. Kaufmann, eine bundeseinheitliche Lösung abwarten möchte, damit wir dann hoffentlich auch für Dresden eine Lösung haben, die funktioniert. Am wichtigsten, und das unterscheidet uns von der AfD, am wichtigsten ist uns aber, dass wenn man eine Bezahlkarte erhält, dass man damit auch unkompliziert bezahlen kann. Sonst ist die Bezahlkarte nämlich ihren Namen nicht wert. Wir Bündnisgrüne sind deswegen ganz klar gegen jegliche Einschränkung auf einer solchen Karte. Denn diese Sonderregelungen, die auch vielfältig aktuell diskutiert werden, machen das Leben für Asylsuchende zum einen noch mal deutlich komplizierter, zum anderen werden mit jeder Einschränkung auch Grundrechte, die ihnen zustehen, verwehrt und sie werden massiv in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Asylsuchenden steht aktuell ein Betrag von 204 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist das, was jeder bekommt, zusätzlich zur Unterkunft und auch zur Verpflegung. Und das ist Geld, was ihnen bereitgestellt wird, um Dinge des alltäglichen Bedarfs zu kaufen und um teilhaben zu können an unserer Gesellschaft. 204 Euro, da kann jeder in sich gehen und fragen, ob das viel oder wenig ist. Ich sage, es ist nicht viel, wenn man davon Kleidung kaufen muss, das eigene Telefon bezahlen, ein Busticket kaufen, um zum Beispiel zum Sprachkurs zu fahren, vielleicht auch noch einen Bibliotheksausweis haben möchte, um die deutsche Sprache zu lernen und auch ab und an mal einen Ausflug machen möchte. Und noch problematischer wird es, wenn diese 204 Euro dann noch durch einen Wildwuchs an Vorschriften eingeschränkt werden sollen. Und worum es darum geht im Kern, hat die AfD ja gerade gezeigt. Es geht darum, über diese Debatte Asylsuchende zu stigmatisieren, zu diskriminieren und in eine Ecke zu stellen als Leute, die das Geld, was ihnen real auf, im Grundgesetz zusteht, die dieses Geld aus ihrer Sicht falsch gebrauchen würden. Und ich sage es ganz ehrlich, im Kern geht es bei dieser Debatte um Macht. Es geht darum, wie wir mit Menschen, die hierher kommen und Schutz suchen, umgehen.
Und es geht um die Frage, ob wir ernsthaft diesen Menschen vorschreiben wollen, für was sie ihr Geld, was wie gesagt ihnen zusteht, ausgeben dürfen und für was nicht. Wir sagen ganz klar, das geht zu weit. Und ich möchte es auch mal an zwei Beispielen noch konkret machen, warum das aus unserer Sicht zu weit geht. Die CDU-Landräte, die zum 1. April die Bezahlkarte einführen wollen, wollen aktuell zum Beispiel, dass man nicht mehr im Nachbarlandkreis damit bezahlen kann. Aus meiner Sicht gibt es dafür überhaupt keinen guten Grund, außer man möchte Asylsuchende in ihrem Bewegungsradius einschränken. Was heißt das denn dann in der Konsequenz? Wenn der Besuch von Verwandten in Deutschland unmöglich wird oder ein Ausflug mit den Kindern in den Zoo der nächstgelegenen Stadt, dann geht das eindeutig zu weit und dann läuft das Ganze hier in die falsche Richtung. Deswegen sagen wir, die Bezahlkarte muss überall gelten, ohne Wenn und Aber. Ein zweites und letztes Beispiel sind die Bargeldabhebungen. 50 Euro soll die Grenze sein. Das ist eine Grenze, die für viele Menschen, wir reden dann von 1 Euro pro Tag, die für viele Menschen ganz reale Auswirkungen hat. Denn mit dem wenigen Geld, zum Beispiel Kleidung zu kaufen auf einem Trödelmarkt, wird somit unmöglich. Insofern sage ich zum Schluss, die Bezahlkarte darf nicht zur Gängelung der Asylsuchenden führen und erst recht nicht zur Schikane werden. In diesem Sinne lehnen wir den AfD-Antrag ab. So, wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Lehmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste hier im Saal. Die heutige Aktuelle Stunde befasst sich, wie wir schon gehört haben, mit dem Thema Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber. Ein Thema, was seit ca. 6 Monaten in der Politik diskutiert wird und nur durch seine Aktualität und nur dadurch erfährt, dass wir in Dresden a. immer noch keine Bezahlkarte haben und b. wir uns noch nicht einmal als Kommune auf den Weg dahin gemacht haben. Und ich möchte das ganz deutlich hier in der Runde auch nochmal sagen, ja, wir als CDU unterstützen die Einführung der Bezahlkarte und zwar auf allen politischen Ebenen. Sei es auf der Ministerpressekonferenz im November des vergangenen Jahres, als man sich gemeinsam mit dem Bund verabredet hat, eine bundesweite Bezahlkarte einzuführen. Oder sei es im Freistaat Sachsen, wo es mit dem Innenminister Armin Schuster nun möglich geworden ist, der im März sozusagen einen Rahmen vorgegeben hat, wie Kommunen und Landkreise in Sachsen eine Bezahlkarte einführen können. Und Frau Siebeneicher, wenn Sie sich das Rahmenwerk mal anschauen, dann ist es nicht so, dass man da über verschärfte Regeln einhergeht, sondern das sind die im Vergleich zu Bayern sehr, sehr milde Regelungen, die dort der Freistaat vorgegeben hat. Und wir auch in der Kommune, bei uns als CDU sehen die Notwendigkeit, die Bezahlkarte für Asylbewerber auch einzuführen. Denn, und Sie haben sich ja mit unserem Antrag zum Thema sicherer Hafen befasst, haben wir schon im November des vergangenen Jahres dort den Punkt aufgenommen, als Änderungsantrag eine Bezahlkarte auch in Dresden einzuführen. Doch nun ist es knapp ein halbes Jahr her, die Ministerpräsidentenkonferenz im November ist vorbei und wir müssen feststellen, es ist bis heute nichts passiert. Und vielleicht hat ja der eine oder andere von Ihnen heute Morgen 10 Uhr, 10.30 Uhr ein Stück Zeit gehabt, dann nämlich genau der Bundestag über dieses Thema nochmal debattiert. Ich habe mir das teilweise angeschaut, die Diskussionen, die da gelaufen sind. Also wenn wir uns quasi auf eine bundeseinheitliche Regelung hier verlassen wollen, nach der Diskussion heute Morgen, bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir das zeitnah auf den Weg bekommen. Von daher sagen wir ganz klar, jetzt ist ein Punkt, wo wir uns als Kommune durchaus selber auf den Weg machen müssen. Aber wir können nicht warten, bis im Bund die Grünen ihre Haltung sozusagen ändern und das Wort Bezahlkarte in das Asylbewerberleistungsgesetz aufnehmen, weil dann drehen wir uns noch wochenlang, monatelang im Kreis. Das ist nicht zielführend. Wir sehen die Bezahlkarte als ein Mittel, wo die Asylbewerber Leistungen des täglichen Bedarfs, Waren einkaufen können. Es wird möglich sein, kleine Beträge im Bar abzuheben. Sie hatten es ja schon gesagt, aber wir müssen
es unbedingt verhindern, Mittelübertragungen zu untersagen oder beziehungsweise auch den Geldtransfer ins Ausland zu verhindern. Und das ist ein Mittel, was wir quasi mit der Bezahlkarte hinbekommen, um quasi den Schleusern und den Schleppern hier einen Riegel vorzuschieben. Und das sage ich ganz klar. Und auf der anderen Seite, wir hatten es auch schon gehört, wir können dadurch die Abläufe in der Verwaltung optimieren. Wir entlasten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Bargeldauszahlungen. Wir entlasten Mitarbeiter im Dolmetscherdienst. All das führt sozusagen zu einer Optimierung in der Verwaltung. Das ist so, ja. Die Intention, warum wir eine bundeseinheitliche Lösung für sinnvoll erachtet haben, ist, dass es quasi bei den Auszahlungen von Leistungen hier kein Flickenteppich entstehen darf. Das haben wir auch schon gehört und das war unsere Meinung. Im Moment sehen wir genau das Gegenteil. Alle Landkreise um uns herum führen gerade Bezahlkarten ein oder sind dabei und genau dieser Flickenteppich entsteht gerade. Und jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir sagen, nein, wir müssen uns auch als Kommune, als Dresden auf den Weg machen und die Bezahlkarte schnellstmöglich einführen. Der Freistaat hat die Rahmenbedingungen für die Bezahlkarte definiert, ich hatte es ja schon gesagt. Und ja, wie gesagt, heute früh gab es die Diskussion und Ihr Bundestagsabgeordneter, der Herr Autrich, hat auch gesprochen. Und er hat als grüner Bundestagsabgeordneter alle Kommunen noch selbst motiviert, jetzt selbst voranzugehen. Und von daher nehmen wir diese Anregung auf und unterstützen auch den Antrag an der Stelle. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Bezahlkarte kommt. Das ist auf Bundesebene schon zigmal angekündigt worden. Sie wird also kommen. Es ist völlig sinnfrei, dass wir jetzt hier in Dresden vor eben dieser bundesweiten Karte irgendeine Dresdner Sonderlösung entwickeln, die dann in wenigen Monaten, wenn nämlich die bundesweite Karte kommt, wieder abgeschafft wird. Die Debatte dazu ist heute einfach nur völlige Zeitverschwendung. Generell ist die ganze Debatte zu der Bezahlkarte, die jetzt seit Monaten geführt wird, ein Scheinriese. Sie ist extrem aufgebauscht. In der Sache ist die Frage der Auszahlung der Gelder aber ein Zwerg. Und was hier erzählt wird, insbesondere von Seiten der AfD, aber die CDU bläst ja genau das gleiche Horn, ist einfach auch eine falsche Behauptung. Niemand wird eine Flucht nicht antreten, weil es hier eine Bezahlkarte gibt. Das ist eine absurde Behauptung. Und letztlich ist es auch völlig egal, ob die Geflüchteten ihr Geld in bar bekommen oder per Geldkarte. Die Diskussion aber, die bundesweit geführt wird und insbesondere auch von Ihnen, von der CDU hier massiv befeuert wird, die schürt nur rechte Narrative. Rechte Narrative, wir haben es ja gerade auch schon wieder gehört, die nicht auf Fakten basieren, sondern auf Vorurteilen. Dass man nämlich genau gucken müsste, wo denn die Geflüchteten ihr Geld hin ausgeben und dass die Geflüchteten auch so viel Geld bekommen, dass sie noch dicke was überhaben, um das ins Herkunftsland zu überweisen oder Genussmittel zu kaufen oder Sonstiges. Dazu gibt es keine Beweise. Nein, gibt es einfach nicht. Das ist falsch. Es gibt natürlich Finanzströme ins Ausland, in jedes Ausland. Wo die aber herkommen und ob das von der Person ist, die Asylleistung bezieht oder nicht, dazu gibt es keinerlei Belege. Das ist einfach nur eine falsche Behauptung. Das ist einfach nur ein Vorurteil. Die Leistungen, die AsylbewerberInnen bekommen, die richten sich nach dem Existenzminimum, also dem Minimum. Das ist so wenig, dass es eben gerade mal reicht für den täglichen Bedarf, für Klamotten, Fahrkarten, Hygieneartikel, was auch immer. Da ist sowieso kaum Spielraum für irgendetwas anderes, außer das absolut Lebensnotwendige. Aber ja, eine Bezahlkarte kann Erleichterung schaffen, und zwar für die Verwaltung und für die Asylsuchenden. Wenn sie denn keine Einschränkungen hat, die letztlich nur gängeln sollen und ein Bürokratieaufbau sind an der Stelle.
Zum Beispiel sind es Beschränkungen, es wurde schon angesprochen, auf das Stadtgebiet oder auf bestimmte Läden oder auch auf bestimmte Produkte. Das ist doch völlig absurd, wenn Geflüchtete, die am Stadtrand wohnen, nicht in den Discounter um die Ecke gehen können, weil der schon im nächsten Nachbarlandkreis ist. So, also das wäre doch einfach nur wirklich absurd. Oder auch, wenn man jetzt Produkte einschränkt, wie Sie es ja wollen von der AfD, wie Sie von der CDU, einige Vertreter das auch schon verkündet haben öffentlich, wenn Produkte eingeschränkt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Geflüchteter dann im Supermarkt ist und seine Sachen aufs Kassenband legt, sich beim Bezahlen dann herausstellt, dass von den 11 Produkten eines nicht in den Katalog reinzählt, weil es irgendwas ist, was eben eingeschränkt ist. Wie soll das denn dann ablaufen? Das heißt, man storniert wieder alles, man muss die ganzen Sachen, die im Katalog sind, nochmal neu bezahlen. Die Schlange hinten wird immer länger, das eine Produkt muss wieder nach hinten gebracht werden. Was soll das denn sein? Schokolade, vielleicht ein kleines Kinderspielzeug, vielleicht eine Flasche Bier. Was genau soll denn dann da rein in diese Einschränkungen? Unterm Strich machen sämtliche Einschränkungen einfach nur eine Menge Arbeit, auch für Dritte, und erfüllen überhaupt keinen sinnvollen Zweck. Ich möchte aber noch mal einen anderen Aspekt einbringen, nämlich, was bedeutet denn diese Bezahlkarte für den Einzelhandel, insbesondere auch für kleine Läden? Müssen diese ein weiteres Bezahlsystem bei sich einführen oder können sie die bestehende, die jetzt aktuell für gängige EC-Karten oder Debitkarten genutzt werden, auch für so eine Bezahlkarte nutzen? Und wenn die Karte jetzt zum Beispiel ein Dresdner Sondermodell wäre, dann machen wir uns komplett abhängig vom Einzelhandel. Dass nämlich Läden für eine so kleine Zielgruppe, was ja Asylsuchende sind, ein extra Bezahlsystem einführen müssten. Und was machen wir denn, wenn die Mehrheit der Lebensmittelläden zum Beispiel das nicht macht? Wir würden uns einfach in die totale Abhängigkeit begeben und das ist, um es nochmal zu betonen, völlig absurd und sinnfrei. Es muss also generell eine Karte sein, die in etwa an die bestehenden Kartensysteme anknüpft. Wir als Linke sind durchaus offen für die Einführung einer Bezahlkarte, aber eben nur, wenn sie, so wie ich es ausgeführt habe, nicht dazu dient, Menschen zu gängeln und als Instrument der Schikane genutzt wird, wie Sie von der AfD das hier fordern, aber auch die CDU hat sie genauso anklingeln lassen. Wenn man damit nämlich auch die Verwaltung und die Geflüchteten in Deutschland ins 21. Jahrhundert bringen würde und sie nicht mit den tatsächlich ziemlich antiquiert daherkommenden Bargeldauszahlungen im Amt mehr hantieren müssen. Aber wir brauchen eine ganz pragmatische Variante für Geflüchtete, für die Verwaltung und auch für den Einzelhandel. Und dann ist so eine Einführung von einer Bezahlkarte auch durchaus sinnvoll. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion. Herr Drews. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Debatte um die Bezahlkarte läuft ja jetzt schon ein ganz paar Monate und jetzt im März 2024 hat sich die AfD also dazu entschieden, da mal noch auf die Debatte draufzuspringen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner die Vorrednerinnen von Grünen und Linken haben das schon sehr zu Recht kritisiert. Das ist einfach eine rein populistische Debatte, die hier heute hochgezogen wird mit dieser Aktuellen Stunde und dem Antrag. Allerdings eine populistische Debatte mit menschenverachtendem Hintergrund, jedenfalls wenn man die Motivation der AfD zu Rate zieht an dieser Stelle. Da, wo in diesem Antrag so von Regulierung von Migration die Sprache ist, geht es eigentlich darum, Geflüchtete zu gängeln, zu diskriminieren, auszugrenzen und ihnen Möglichkeiten zu nehmen. Das finden wir oder halten wir von der SPD-Fraktion nicht für den richtigen Ansatz. Ein paar Fakten zur Bezahlkarte. Grundsätzlich ist das, was ja jetzt auf Bundesebene geplant wird, erstmal nur eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, wo als eine zusätzliche Möglichkeit, wie Leistungen nach diesem Gesetz ausgereicht werden können, eine Bezahlkarte ergänzt werden soll. Ich finde das erstmal prinzipiell einen sinnvollen Schritt, weil das auch ein Stück weit heißt, wir gehen auch an dieser Stelle mit der Zeit. Ich würde das durchaus vergleichen mit der elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete, die wir hier in Dresden eingeführt haben. Die erspart Geflüchteten, wenn sie krank sind, den Weg zum Sozialamt, um sich einen Behandlungsschein abzuholen und sie können mit dieser Karte direkt zum Arzt gehen. Ähnlich sieht es auch aus mit dieser Bezahlkarte, dass Geflüchtete eben nicht mehr aufs Amt rennen müssen, um sich ihren Scheck oder das Bargeld irgendwie auszahlen zu lassen, sondern dass sie direkt
Zugang zu den ihnen zustehenden Mitteln haben. Den Verwaltungsaufwand kann es auch minimieren, indem eben insbesondere in der Auszahlungsstelle Personal eingespart werden kann, was wir dann an anderen Stellen einsetzen können. Auch das halte ich durchaus für eine sinnvolle Sache. Vor allen Dingen ist es aber eben aus meiner Sicht auch eine Vereinfachung für die Geflüchteten. Das, was das Problematische an dieser Debatte ist, und das ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, ist tatsächlich der Versuch, die Einsatzmöglichkeiten dieser Karte massiv einzuschränken. Das geht beim Bargeld los, wo dann nur ein gewisser Betrag irgendwie abhebbar sein soll. Am liebsten würde ja die AfD es so machen, dass gar kein Bargeld abgehoben werden darf. Aber da hat ja Frau Dr. Schöps schon bedauert, dass die Verfassung da leider dagegen spricht. An dieser Stelle ist es auf jeden Fall gut so. Ich glaube auch, dass es in der Praxis wichtig ist, dass die Mittel, die über die Bezahlkarte an die Geflüchteten ausgereicht werden, abhebbar sind, denn nicht überall kann man mit Karte bezahlen. Und die Geflüchteten sollen natürlich trotzdem auch weiterhin die Möglichkeit haben, sich selber auszusuchen, in welchen Laden sie gehen, sie sich ihre Lebensmittel, ihre Klamotten oder was sie sonst so brauchen, zu kaufen. Das spricht aus meiner Sicht auch gegen den Ausschluss von bestimmten Unternehmen, wie ihn die AfD gern haben würde. Das halte ich auch nicht für den sinnvollen Ansatz. Spannend finde ich tatsächlich die Debatte oder das Argument mit der Verhinderung von Überweisungen ins Ausland. Ich würde ja mal die Frage in den Raum stellen, ob das nicht eigentlich eher ein Anreiz für zusätzliche Migration ist. Weil wenn die Geflüchteten, die nach Europa gekommen sind und von den ja ohnehin schon geringen Mitteln, die sie hier bekommen, noch ihre Familien zu Hause nicht mehr unterstützen können, dann bleibt denen, wenn sie überleben wollen, ja eigentlich auch nichts anderes übrig, als zu fliehen. Ist das wirklich tatsächlich das, was Sie sich davon versprechen? Das halte ich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es macht tatsächlich keinen Sinn, dieses Verbot von Überweisungen bei dieser Bezahlkarte mit einzuführen. Insgesamt, wenn man auf die Debatte insbesondere auch in Sachsen guckt, ist das, was da jetzt an Flickenteppich entsteht, ziemlicher Quatsch. Frau Siebeneicher hat es gesagt, wir machen jetzt in den Landkreisen da eine Variante, jetzt soll Dresden noch was Eigenes entwickeln, am Ende bei unterschiedlichen Anbietern mit unterschiedlichen Leistungskatalogen. Da kann man an den sächsischen Innenminister, Herr Schuster von der CDU, tatsächlich nur appellieren, dem einen Riegel vorzuschieben und hier tatsächlich auf eine bundesweit einheitliche Umsetzungslösung zu warten. Ich bin sehr gespannt, was Frau Dr. Kaufmann dann auch noch mal in ihrem Statement der Verwaltung sagen wird. Nach meinen Informationen bräuchte es bei dem finanziellen Umfang, den die Einführung hier in Dresden kosten würde, eine europaweite Ausschreibung. Und deswegen geht es gar nicht so schnell, dass wir jetzt einfach mal sagen können, ach komm, wir beauftragen jetzt mal irgendjemanden, der dieses System hier einführt. Auch mit dieser Frage hat sich die AfD offensichtlich nicht beschäftigt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal dazu appellieren, die Umsetzungsfragen, die noch offen sind, abzuwarten, auf eine einheitliche Lösung zu warten, die nicht mehr weit hin ist. Und damit ich dann zu diesem komischen AfD-Antrag nicht noch mal sprechen will, zum Schluss auch hier noch, wir werden als SPD-Fraktion natürlich selbstverständlich ablehnen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die FDP, Herr Malone. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind natürlich für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. Einige Landkreise in Sachsen haben ja bereits mit der Einführung eigener Systeme begonnen. Auch die Bundespolitik hat bundeseinheitliche Regelungen vereinbart. Momentan scheitert es nur an einer Fraktion innerhalb der Regierung und aktuell sind fast alle Bundesländer dem länderübergreifenden Vergabeverfahren beigetreten. Das heißt, die Aktualität dieser Aktuellen Stunde mag ich mal in Frage stellen. Die Länder unterstützen quasi dieses Vorgehen. Der Grundkonsens zur Bezahlkarte ist da und auch das Ziel ist formuliert, dass die Bezahlkarte 2025 eingeführt wird. Und auch die Dresdner Sozialbürgermeisterin sieht für die Verwaltung ja in der Karte eher eine Chance. Zumindest wird sie so in der Sächsischen Zeitung zitiert. Ich würde Sie dann noch bitten, kurz einzuschätzen, ob ein regionales Modell, so wie es in dem Antrag, den wir danach gleich noch behandelt werden, einen zeitlichen oder kostenmäßigen Vor- bzw. Nachteil bringt und wie die rechtliche Lage an der Stelle ist. In Summe sollte dieses Thema aber eher kooperativ angegangen werden zwischen Bund, Ländern und zwischen Land und Kommunen und diesem ständigen Finger aufeinander zeigen, aufgehört werden. In Sachsen sollten die Landkreise und die kreisfreien Städte da auch mal die Staatsregierung ein bisschen in die Pflicht nehmen, dass man zumindest sachsenweit in einer dieses Vorgehen abstimmt und entwickelt.
Die Bezahlkarte muss zügig kommen in sächsischen Landkreisen. Die Kommunen befinden sich aktuell insbesondere im Bereich Asyl vor riesigen Herausforderungen. Da sind große Grundsatzentscheidungen wie die zur Bezahlkarte wichtig, auch mit Beschränkung von Bargeldhöhung und Beschränkung der Regionalität. Gleichzeitig bleiben nämlich dadurch die Finanzmittel, die durch die Bezahlkarte zur Verfügung stehen, in der Region und fließen auch nicht aus dem bundesdeutschen Wirtschaftssystem ab. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land erwarten eine Realpolitik in Bezug auf die soziale Leistungsfähigkeit unseres Landes. Sie erwarten weniger Anreizsysteme, die unser Land als sozialen Vollversorger in der Welt dastehen lassen. Die Bezahlkarte anstatt Barzahlung ist dabei der richtige Weg. Wir brauchen eine erhöhte Kontrolle und Steuerung unserer Unterstützungssysteme. Und mit der Bezahlkarte schafft Deutschland, schafft die aktuelle Bundesregierung gemeinsam mit den Kommunen und Ländern eine neue Ordnung im sozialen Bereich. Und diesen Willen, den müssen auch wir hier in Dresden aufnehmen und in unsere sozialen Unterstützungssysteme überprüfen, ordnen und neu ausrichten. Und dabei gilt auf allen Ebenen, der Staat macht die Regeln für Leistungen, die der Staat als Unterstützung ausgibt. Soziale Stütze ist kein Wunschkonzert. Und zu behaupten, die Mittel sind unbegrenzt, das ist überheblich und das ist gefährlich. Eine Grundsicherung muss Maß und Mitte kennen. Es muss der Wille zum eigenen Verdienst im Vordergrund stehen. Hilfe wird zugeteilt in digitalen Zeiten per Bezahlsystem, per Bezahlkarte. Damit kann die öffentliche Hand wesentlich besser steuern. Und dieser Ansatz kann übrigens auch ein Vorbild für das gesamte Sozialsystem sein. Eine Idee könnte auch sein, zu sagen, dass langjährige Bürgergeldempfänger zukünftig auch Bezahlkarten bekommen. Wem es zu bequem wird, der macht es sich bequem. Da wird unsere Gesellschaft mit den aktuellen Demografieprognosen auf Dauer nicht aushalten. Fairness und Hilfe für Hilfsbedürftige ja, aber auch ja zu starken Steuerinstrumenten im Sozialsystem für den Staat und damit auch Fairness gegenüber den Menschen, die den Staat mit Geld ausstatten. So, dann kommen wir zu den Freien Wählern, Freie Bürgern. Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner, wir alle bekommen es mit. Unser Sozialstaat kommt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. In manchen Punkten muss man sagen, diese Grenzen sind schon überschritten. Neben der massiven finanziellen Belastung, die durch die ungesteuerte Zuwanderung in den letzten Jahren auf uns drauf zugekommen ist, gibt es Punkte, die wir hier besprechen müssen. Wir haben den Bund und wir haben die Länder, die nicht bereit sind, uns angemessen zu unterstützen. Und wir haben uns in Dresden einen Teil davon von den Mehrkosten selber eingebrockt. Ich erinnere nur an Rot-Rot-Grün und die Unterstützung der zu teuren und unserer Meinung nach zu falschen Unterbringung. Ja, wir haben auch auf der kommunalen Ebene die Möglichkeiten, in der Problematik falscher Zuwanderung zu agieren. Meine Damen und Herren, es geht mir hier nicht um Fachkräfte, es geht mir nicht um Arbeitsmigration, es geht nicht um legal Arbeitende, die ihre Familien in ihrer Heimat unterstützen und es geht auch nicht um die Stigmatisierung von Zuwanderern. Es gibt in unserer Bevölkerung eine große Akzeptanz gegenüber Zuwanderern, Ingenieuren, Ärzten, Erziehern, Imbissbetreibern, durch die Bank weg, solange sie für sich suchen. Es gibt jene, die vor Verfolgung, Repressalien fliehen, die vor Diskriminierung und Krieg Schutz suchen, die politisches Asyl in Deutschland bekommen, ein Dach über dem Kopf und die hier Unterstützung bekommen, über die sie sehr, sehr froh sind. Aber in dieser Debatte geht es eben um die Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme. Und das ist das in großem Maße gibt und dass das ein Fehler ist, das hat sich ja mittlerweile in der politischen Landschaft herumgesprochen, sehr breit, auch in unserer Bundesregierung. Es muss jetzt gehandelt werden und wir Freien, wir sind ehrlich und wir sagen, mit der Einführung der sogenannten Bezahlkarte soll für manche Gruppen von Zuwanderern das Hierherkommen und das Hierbleiben unattraktiv gemacht werden. Der Ausspruch, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, der in dieser Debatte vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, der stammt nicht von mir. Sie wissen alle, das ist vom Bundeskanzler Scholz und der Brandenburger Ministerpräsident Woidke sagt, mit der Einführung der Bezahlkarte
ist seiner Meinung nach der Bargeldtransfer ins Ausland unterbunden bzw. würde erschwert. Meine Damen und Herren, wir haben vorhin einige Märchen über den Bezahlkartenantrag der AfD gehört, zum Beispiel, dass sie nur ganz beschränkt gilt. Das zeigt mir, dass viele den Antrag wahrscheinlich gar nicht gelesen haben. Dieser Antrag laut gilt die Bezahlkarte in ganz Deutschland, also eine äußerst liberale und großzügige Regelung. Und wenn wir Details regeln wollen, dann haben wir das hier in der Kommune selber in der Hand. Wir senden hier ein Signal an all diejenigen, die ein Recht auf Asyl haben. Als politischer Verfolgter bist du bei uns willkommen. Wir sorgen für dich, wir sorgen für deine medizinische Betreuung, wir sorgen für deine Familie und deine Kinder und wir helfen. Und wir erwarten von dir, dass du bereit bist, in unserer Gemeinschaft mitzuarbeiten. Wir unterstützen hier im Leben vor Ort. Aber wir unterstützen eben nicht die Großfamilie in der Heimat. Und wir unterstützen eben nicht die Schlepper, die die Personen hierher bringen. Denn das können wir uns nicht weiter leisten, denn wir haben in unserem Sozialstaat ein Sachleistungsprinzip, was wir mit der Bezahlkarte stärken wollen, um den Sozialstaat zu schützen. Und genau aus dem Grund unterstützen wir die Einführung der Bezahlkarte, weil unser Sozialstaat uns das wert sein sollte. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde die Dissidentin, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Menschen im Saal, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Menschen an den Datenendgeräten. Jetzt von mir eine etwas andere Rede, als die anderen sie gehalten haben. Bargeld ist der Inbegriff der individuellen Freiheit. Wenn ich Bargeld habe, dann kann ich darüber bestimmen, welches Buch ich mir kaufe, welche Arzneimittel ich mir kaufe, überhaupt was ich mir kaufe, mit wem ich in Geldtransaktionen trete, ohne dass es irgendjemand sieht, ohne dass es irgendjemand kontrolliert. Und das ist ein Grundpfeiler unserer freien Gesellschaft. Die Bargeldkarte, die jetzt eingeführt werden soll, ist so gesehen schon revolutionär. Weil es ist ja nicht nur die Karte, die wir alle kennen, sondern es steckt ja dahinter die Kontrolle und sozusagen die Sanktionen sind ja mit eingebaut. Ich kann nur so und so viel Geld abheben, ich kann das und das und das nicht damit kaufen, ich kann kontrolliert werden, wer die Karte hat, kann ja dann sehen, aha, die Person hat es dafür ausgegeben. Und das ist schon ein, ich sag mal, mittleres Beben in einer freiheitlichen Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaft. Jetzt ist es natürlich so, dass die AfD und wahrscheinlich auch andere in diesem Saal sagen, naja gut, es geht ja nur um die Ausländer, die Asylbewerber, die, es geht ja nicht um mich, es geht ja nicht um meine Freunde und meine Bekannte, es geht ja um die. Die, denen, und es wurde ja auch offen gesagt, denen soll es schlechter gehen, die müssen wir ja kontrollieren. Aber die Bezahlkarte, und wenn Sie Herrn Maloney genau zugehört haben, ist ein Einstieg in eine neue Sozialordnung, hat er gesagt. Es ist der Einstieg in eine Kontrolle, wo der Staat kontrollieren muss, wenn er Sozialleistungen gibt. Nun kann es ja sein, dass Sie vielleicht Herrn Maloney nicht glauben, so ein Stadtrat muss ja nicht allzu viel zu sagen haben im Land, aber wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, da steht zum Beispiel der Herr Maximilian Mörseberg, von der CDU im Bundestag hat gesagt, dass in Zukunft die Bezahlkarte doch auch für Bürgergeldempfänger gelten soll. So, der Herr Pilsinger von der CSU hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, dann die Bürgergeldempfänger, die eine Bezahlkarte haben, die sollen doch bitte dann aber mit dieser Karte keine Zigaretten und keinen Alkohol mehr kaufen können. Genau das ist die Kontrolle, die dann Herr Maloney gerade angesprochen hat. Und wo wir schon mal bei der FDP sind, ein Herr, wie heißt er denn? Leon Köhler von der sächsischen FDP hat die Frage gestellt, ob man denn die Bezahlkarte dann nicht auch gleich auf alle staatlichen Leistungen ausdehnen solle. So,
Die Bezahlkarte für Asylbewerber, das ist ein Scheingefecht, das ist ein Präzedenzfall. Wir öffnen die Büchse der Pandora damit. Ja, wir haben dann nämlich die Karte und dann kann man nämlich sagen, wir dehnen es aus. Heute sind es Asylbewerber, aber was kommt denn morgen? Was ist denn mit unter 18-Jährigen? Sollen die nicht eigentlich auch, wollen wir nicht Kontrolle haben, wenn die jetzt eine EC-Karte oder eine Geldkarte haben, dann möchten wir doch auch irgendwie sagen, das und das und das kann man nicht kaufen. Wenn es denn heißt, für alle SozialtransferempfängerInnen, was ist denn dann mit BAföG? Was ist denn dann mit Rente? Was ist denn dann, wenn wir noch weiterdenken? Was ist denn jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir müssen ja, wir leben in einer freien Gesellschaft, aber zum Beispiel Mitglieder einer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, da können wir doch, die können doch nicht mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Ja? Also, ich meine, die spenden dann vielleicht oder die fahren Kampagnen oder überweisen Geld ins Ausland. Oh Gott, ja, also das müssen wir doch kontrollieren. So, ich sag Ihnen, heute ist das hier die Asylkarte für, die Bezahlkarte für Asylbewerber. Aber es ist die Büchse der Pandora, die wir öffnen. Und ein Satz noch, liebe AfD. So, ich verstehe es nun wirklich nicht. Erstens sind sie ein halbes Jahr schon zu spät mit der Bezahlkarte. Und dann, ich dachte immer, sie sind ja die Alternative. Ich dachte immer, sie machen das anders. Aber nein, um es mal mit Ihren Worten zu sagen, ja, also Sie sind wirklich die Handlangerin der Systemparteien, die ein linksversüfftes Ökodiktaturfaschismus errichten wollen. Und da schwimmen Sie jetzt einfach mit und erkennen, dass sozusagen den Weg, den wir hier eintreten, dass das ein völlig falscher Weg ist. Meine Damen und Herren, ich als Pirat, ich stemme mich gegen alles, was das Bargeld langfristig abschaffen soll. Wir brauchen in einer freiheitlichen Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaft, brauchen wir auch Freiheiten. Kontrolle ist genau das Gegenteil von Freiheit und deswegen werde ich diesen Antrag, der dann gleich kommt, ablehnen. Dankeschön. Damit ist die Fraktionsrunde beendet und jetzt für die Verwaltung Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates. Es ist, denke ich, erstmal meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass alle Menschen in dieser Stadt bestimmte Rechte haben, unabhängig ihres rechtlichen Statuses. Und das Thema, über das wir jetzt schon diskutiert haben, auf Antrag der AfD zu einer Aktuellen Stunde gemacht worden ist, betrifft auf der einen Seite die Einführung einer Bezahllösung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Und ich denke, das haben alle Kolleginnen und Kollegen hier sehr deutlich gemacht. Der Zug ist abgefahren. Gesamtdeutschland hat ganz klar erklärt, ja, wir wollen es machen und vielleicht erzähle ich Ihnen ein Geheimnis, wir können das schon ganz lange. Ähnlich wie die Arbeitsgelegenheiten für Asylsuchende, die seit 1993 im Gesetz bundesweit stehen und mitnichten ein neues Instrument sind, können wir auch schon natürlich eine Karte einführen. Aber im Speziellen geht es hier um eine eigene kommunale Bezahlkarte, die in der Landeshauptstadt initiiert werden soll und herausgegeben werden soll. Die Motivation der AfD ist, denke ich, eine dezidiert andere und auch die der CDU als andere Kolleginnen und Kollegen hier. Fakt ist aber, dass sich auf Bundesebene alle dafür eingesetzt haben, spätestens zum 01.01. nächsten Jahres, gegebenenfalls auch noch dieses Jahr, eine Bezahlkarte einzuführen. Die Bezahlkarte, die jetzt in Sachsen sehr kontrovers diskutiert wird, ist eine Bezahlkarte, eine Art Pilotprojekt von Landkreisen. Und die löste durchaus eine sehr intensive Diskussion um das Für und Wider aus in Sachsen und wurde auch seitens der Landesregierung begrüßt und ja, Ihnen ist aufgefallen, dass sich die drei kreisfreien Städte sehr stark zurückgenommen haben und die Argumente sind auch schon gefallen. Wir haben nichts davon, einen Flickenteppich hier zu entwickeln
und was gern bei der Debatte weggelassen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landkreise werden sich den bundeseinheitlichen Standards anpassen müssen, sind also hier schnell im Windhundverfahren unterwegs und werden dann im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres quasi ihre lokale Lösung überführen müssen in eine einheitliche Lösung. Wir haben ganz klar gesagt, nein, das wollen wir aus fachlicher Sicht definitiv nicht. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch Dresden möchte diese Karte. Ganz egoistisch sage ich an dieser Stelle, sie ist eine Erleichterung für uns als Stadtverwaltung. Warum? Weil wir geflüchtete Menschen monatlich sehen und ihnen Bargeld auszahlen. Wir haben dafür Stadtkassen entwickelt und wir arbeiten das systematisch ab. Sie wissen, wir haben nicht 750 wie in Greiz, sondern über 4.200 Menschen, die wir aktuell als Geflüchtete begleiten und unterbringen in unseren Einrichtungen. Das ist eine ganze Menge Arbeit für die Verwaltung, die vermieden werden kann, aber es ist auch ganz viel Belastung für geflüchtete Menschen, die jedes Mal wieder ins Amt kommen müssen, sich anstellen müssen, ihren Scheck holen und dann sich das Bargeld auszahlen müssen. Insofern spart es für beide Seiten Zeit und Ressourcen. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Und wenn wir die Bezahlkarte einführen, dann bitte mit ganz klaren und deutlichen Standards, die bundesweit gelten. Ich lese Ihnen mal den Katalog vor. In Anteilen sind 26 Punkte, die in einem europaweiten Verfahren, in einem Vergabeverfahren, in einem Wettbewerbsverfahren die Anbieter mindestens platzieren müssen. Eine guthabenbasierte Karte mit Debitfunktion, also ohne Kontobindung, eine Bezahlkarte als Bargeld, Surrogat nicht als Kontoersatz, eine Karte sowohl physisch als auch möglichst digital auf dem Smartphone, keine Reisungen ins In- und Ausland, technische Anschlussfähigkeit zur Nutzung durch Leistungsbehörden der Kommunen, Datenschutzgrundverordnung muss selbstverständlich gesichert werden, es muss eine 24/7-Möglichkeit der Rücksprache gegeben sein. All das können lokale Dienstleister, denke ich, nicht. Wenn wir uns nicht auf den Weg gemacht haben als Stadt Dresden und gemeinsam mit den Landkreisen vorangaloppiert sind, um eine kleinteilige Lösung zu finden, dann auch deswegen nicht, weil es schlichtweg nicht möglich ist. Wir sind hier nicht in der freihändigen Vergabe, sondern wir müssen ein umfassendes, kein europaweites, sondern ein klassisches Vergabeverfahren durchlaufen. Wir müssen ein Pflichtenheft, Lastenheft verfassen. Wir müssen hier ganz, ganz viel Ideen und Themen einbringen, was viel Zeit kostet. Und ich sage Ihnen, nach meiner Kenntnis sind wir dann genau dort in der Initiierung der Karte, wenn auch die bundeseinheitliche Lösung kommt. Insofern war es für uns nie eine Option, dass wir uns hier als Stadt Dresden auf den Weg machen würden. Auch deswegen nicht, werte Kolleginnen und Kollegen, weil das Experimentieren mit IT in der Stadt Dresden durchaus Überraschungen mit sich bringt, die zeitaufwendig, die kostenaufwendig, die nicht immer einfach sind. Schlussendlich ist diese Karte mehr als nur eine Debitkarte, sondern sie muss natürlich auch an unsere Verfahren, an unsere Fachverfahren anschließen können. Und was beispielsweise das Modellprojekt der Landkreise aktuell nicht kann, ist, dass in der Erstaufnahmeeinrichtung bereits eine Karte ausgegeben wird, die dann überführt wird in die kommunale Ebene, wenn dann sozusagen die Geflüchteten von uns begleitet werden und damit sozusagen ein systematisches auch Ankommen in einer Stadt möglich ist.
Ich bitte Sie also hier ganz klar, ein bisschen Geduld zu haben und dieser Aktionismus, mit welcher Motivation auch immer, der mich teils befremdet hat in der Argumentation, dem sollten wir uns nicht anschließen. Die Einführung dieser Karte sehe ich, wie gesagt, als Chance. Und wenn ich so mein Konsumverhalten betrachte, ehrlich gesagt, ich nutze kein Bargeld mehr. Schweden will es ganz abschaffen. Fakt ist, dass die Asylgesetzgebung einen zwingenden Barbetrag den geflüchteten Menschen verpflichtend auszuzahlen hat. Und ich bin gespannt, ob 50 Euro wirklich dem Gesetz entsprechend sind. Ich wage es zu bezweifeln. Im Gesetz steht, Frau Siebeneicher hat es gesagt, ein Barbetrag, ein Taschengeld von 204 Euro sind zu gewähren. Ich denke, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Ich wage es zu bezweifeln, dass die Einführung einer solchen Karte das internationale Fluchtgeschehen beeinträchtigen wird. Ich denke, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich sehe diese Karte als eine Chance für uns als Stadtverwaltung, Personal, Ressourcen einzusparen, für die Geflüchteten hier gut anzukommen. Und sobald sie ein eigenes Einkommen haben, obliegt es ihnen ganz einfach, diese Karte auch abzulösen. Ein Großteil der Geflüchteten kann dies bereits, weil man arbeiten geht, weil man Teil, ganz normaler Teil dieser Gesellschaft geworden ist. Ich denke, die Aktuelle Stunde war nicht ganz nötig, der Antrag als solches ebenfalls nicht. Und ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. Danke. So, damit ist die Aktuelle Stunde abgeschlossen und wir kommen zu dem dazugehörigen Antrag, also Tagesordnungspunkt 4. Hier ist ebenso Einreicher die AfD-Fraktion. Frau Walter, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Liebe Frau Dr. Kaufmann, vielen Dank erstmal für den Einblick in Ihr Können, in Ihr Wissen, in Ihre Wünsche, insbesondere Ihr Wissen um die geheimen Pläne der AfD. Da kennen sich ja viele aus, wie man immer wieder hört. Was den Aktionismus angeht, so haben wir den Antrag schon im Oktober letzten Jahres eingebracht, was ja fast ein halbes Jahr her ist. Und wir haben auch nicht, wie das bei der Linken und bei anderen Parteien so üblich ist, gerade in Vorbereitung vor den Wahlen, einen Eilantrag daraus gemacht. Es bestand also viel Gelegenheit, darüber zu sprechen. Wenn ich die CDU so höre, dann mag ich einfach mal kurz den alten Goethe aus der Kiste holen und sagen, der Worte sind genug gewechselt, jetzt will ich endlich Taten sehen. Frau Siebeneicher und Frau Barkow haben aber so viel Unsinn erzählt, beziehungsweise sind wieder mal ganz klassisch in den Klassenkampf eingestiegen, dass ich doch noch ein paar Worte zu unserem Antrag verlieren möchte, der sie ja in den Ausschüssen so sprachlos gemacht hat. Seit letztem Jahr zeigen die intensiven Auseinandersetzungen der Kommunen mit den Ländern und der Länder mit dem Bund, dass es so mit der Asylpolitik nicht mehr weitergeht. Das Boot ist voll, der Geldsack leer. Und dann nutzt es auch nicht, Herr Drews, mit den linksgrünen böse AfD-Korps mit einzustimmen, denn wir stellen Vernunft vor Ideologie. Sollten Sie auch mal versuchen. Wie mein Vorredner von der CDU schon sagte, wird die Bezahlkarte dabei über alle Instanzen hinweg als Instrument angesehen, das notwendig und hilfreich sein kann. Die Ministerpräsidentenkonferenz, nicht die AfD, beschreibt die Ziele dabei so. Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität. Punkt. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, ergänzt, mit einer Bezahlkarte werden Bargeldauszahlungen an Asylbewerberinnen und Bewerber weitgehend entbehrlich. Auch die SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Baas rief die Bundesländer dazu auf,
bei der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber nicht länger zu zögern. Die Länder haben sich darauf geeinigt, die Bezahlkarte einzuführen und sollten sie in ihrem Beschluss jetzt auch so umsetzen. Herr Drews, keine Ahnung, wie Kommunikation in Ihrer Partei stattfindet. Aber wir teilen diesen Standpunkt. Da die Arbeit im Bund aber eher zäh bis gar nicht vorankommt und wir wahrscheinlich noch sehr lange auf Regularien warten müssen, haben sich etliche Landkreise, auch sächsische, zur früheren Einführung entschlossen. Auch Bayern ist hier beispielhaft vorangegangen und hat dazu klare Regularien und funktionierende Mechanismen geschaffen. Ich wüsste nicht, Frau Dr. Kaufmann, was einer Völkerverständigung in Form einer über die Grenzen hinweg stattfindenden kommunalen Zusammenarbeit im Wege stehen sollte. Eine kleine Anmerkung an Herrn Schulte-Wissermann. Rente ist keine Sozialleistung. Das haben sich die Menschen über einen langen, langen Zeitraum, viele Menschen, über einen langen Zeitraum erarbeitet. Und glauben Sie mir, die meisten Rentner wären froh, wenn sie auf diese Steuerinstrumente, die man Wohngeld und alles nennt, damit sie im Alter noch vernünftig leben können, würden die gerne darauf verzichten. Sehr gerne. So, und damit steigen wir ein in die Debatte. Mir ist lediglich eine Wortmeldung signalisiert worden. Herr Lehmann, verzichtet. Weitere Wortmeldungen aus dem Kreis heraus gibt es doch, Herr Nitsche. Ja, ich möchte es vom Platz aus machen, weil ich würde ganz kurz Folgendes sagen. Wenn ich mich in Deutschland auf die Bundesregierung verlassen muss, dann bin ich verlassen. Deswegen sollten wir in Sachsen nicht darauf warten, sondern wir sollten in Dresden selber handeln. Und wenn ich das höre, was ich vorhin von Frau Kaufmann gehört habe, dann heißt das für mich, nicht unbedingt, wir wollen es nicht, sondern vor allen Dingen, wir können es nicht. Und wenn wir es nicht können, wenn wir das nicht können und wenn wir ganz viele andere Dinge nicht können, dann sollten wir uns in der Verwaltung wirklich mal überlegen, wo wir unsere Prioritäten setzen. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist negativ. Wer also den negativen, ablehnenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der federführende Ausschussbericht abgelehnt. Und damit kämen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wird der Antrag angenommen. Herr Scholbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, hier gibt es gerade eine Unklarheit in der Auszählung. Und deshalb beantrage ich Wiederholung der Zählung. Und damit wir hier noch mal die Unklarheit jetzt erörtern können, würde ich zuvor noch mal eine kurze Auszeit von 2 Minuten beantragen. Naja, wir sind im Abstimmungsprozedere, also insoweit machen wir noch mal jetzt namentlich, aber eine Auszeit halte ich jetzt nicht für angemessen. So, dann darf ich jetzt bitten, noch mal zur kundzutun, wer für den Antrag ist, den bitte ich jetzt noch mal mit Ja zu stimmen, ansonsten mit Nein oder Enthaltung. Ja. 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung und entsprechend, wir haben das so namentlich festgehalten.